Willkommen zu Dukascope TV. Heute werden wir über mögliche Investitionsbrücken zwischen der Schweiz und China sprechen. Neben mir sitzen Guillaume Taylor aus der Quodia und Dr. Moses Tsui aus der Brink Spring Technology. Warum hat China Interesse an der Schweiz? Die Beziehungen zwischen China und der Schweiz haben sich stark verbessert. Diese Freundschaft ist entstanden, als der chinesische Premierminister aus seiner Reise aus Daosco zurückgekehrt ist, wo das wirtschaftliche Forum durchgeführt wurde. Für die Schweiz hat China ein großes Marktpotenzial. Die Schweiz kann China ein großes finanzielles Dienstleistungsangebot präsentieren, während China immer mehr nach Erfahrung und Entwicklung strebt. Und über solche Entwicklungsmöglichkeiten verfügt die Schweiz. Mit dem hochqualifizierten Schweizer Dienstleistungsangebot kann die weitere Entwicklung und Landespräsentation Chinas kunstvoller und interessanter verlaufen. Für China ist das Schweizer Wirtschaftsmodell sehr interessant. Das Marktpotenzial ist einfach sensationell. Der Schweizer Wechselkurs ist auch sehr stark. Wenn ich ein Geschäftsmann wäre, hätte ich bereits vor 2 Jahren investiert. Die momentane europäische Lage bietet gerade gute Investitionsmöglichkeiten. Von einer Kooperation würde China und auch die Schweiz profitieren. Yeah, so is now European is a little, you know, is a sufferer, so it's a good opportunity to invest. So I think it's China and Switzerland need each other, is my point, yeah? Would you agree? Absolutely. Können Sie dem zustimmen? Den Chinesen bieten wir eine Plattform an, anhand dieser kann man den Schweizer Markt besser kennenlernen. Man kann dadurch über ethische Investitionen mehr erfahren. Für China müssten diese Informationen sehr bedeutend sein. Dadurch wird das Land das eigene Kapital richtig verwalten können und somit die Investitionsmöglichkeiten fördern. Was will die reiche chinesische Bevölkerung durch Investitionen in die Schweiz erreichen? Für die reiche chinesische Bevölkerung kann die Schweiz viele rentable Möglichkeiten bieten. Da die chinesische Bevölkerung immer jünger wird, wird zum Beispiel der Bereich der Wohlfahrt und der weltweiten Philanthropie immer populärer. Man will die chinesischen Preise auf der Weltarena erhöhen. Leider weiß das Land nicht, wie man das am besten professionell gestalten könnte. In der Schweiz gibt es viele philanthropische Gründungen. Das Land ist das sogenannte weltweite Zentrum für Philanthropie. Diese Gemeinschaften ziehen viele chinesische Unternehmer und reiche Menschen an. Mit der Schweizer Unterstützung kann China dessen eigene philanthropische Gemeinschaften gründen. In China werden öffentliche Organisationen immer beliebter. Wir haben 3 interessierte Seiten. Das sind die öffentlichen Organisationen, die Regierung und die Unternehmer. Früher sind solche öffentlichen Organisationen in China recht unbeliebt gewesen. Heute wird dieser Bereich aber immer beliebter und die Schweiz ist das beste Beispiel dafür. Also, you know, it's NGO, a social organization in China, step by step more important. Every society has 3 parts, it's a social and the government and the private, you know. So, but China, the social is not so grow fast before. But now, step by step, the high wealthy, you know, the class, they will want to push the philanthropy foundation, the social organization grow up. But here, Switzerland is the, I think, is the best place to study, to understand, to find the good opportunity and appearance, I think, yeah. Yeah. Although Switzerland is not part of the European Union, Switzerland is at the center of Europe. And so you talked about bridging. Die Schweiz ist kein EU-Mitglied, befindet sich aber im Herzen Europas. Sie sprechen von Investitionsbrücken zwischen der Schweiz und China. Wir möchten jedoch eine Brücke zwischen der Philanthropie und den Investitionen erschaffen. Viele Chinesen sind eben am philanthropischen Aspekt interessiert, was man durch Investitionsstrategien vervollständigen könnte. Support to those philanthropic strategy.
Warum sind ethische Investitionen so interessant für viele Menschen? Als Dr. Sui im vergangenen Jahr bei uns in der Schweiz gewesen ist, hatten wir ihm erzählt, mit welchen Schwierigkeiten unsere Organisation täglich zu kämpfen hat. Eine davon ist das Erhalten von Investitionsspritzen in den Bereich sozialer Projekte. Die Schweiz bietet eine gute Umwelt, eine reine Bergluft, die Straßen sind sauber und die sozialen Themen stehen eigentlich nicht an der Tagesordnung. Somit ist die Investition in diese Bereiche eine hochintellektuelle Maßnahme. Die Schweiz wird nicht mit Umweltproblemen konfrontiert, während die chinesische Bevölkerung mit diesen Problemen täglich zusammentrifft. Reiche Menschen ärgern sich täglich über dieses Problem. Durch ethische Investitionen kann man solche Probleme angehen. Solche Investitionen sind logisch und nötig. Viele Chinesen reisen in die Schweiz, um mehr über diese ethischen Investitionsmöglichkeiten zu erfahren. Man will verstehen, auf welche Art und Weise man das eigene Landeskapital verwalten könnte, um das Problem mit der Umwelt lösen zu können. Die Schweizer Märkte sind sehr durchsichtig und gut durchdacht. Diese Methode kann man auch in China anwenden. So the Chinese are coming to Europe to learn about impact investing, to understand what it means, how you allocate capital towards these environmental and social issues. And the idea is really investing here. The markets are interesting, sophisticated, transparent, as Dr. Tree mentioned, but also to be able in due time to apply these methodologies in China, where impact investing is really needed. Die chinesische Regierung unternimmt gerade viel, um die chinesische Wirtschaft umweltorientiert zu gestalten. Privatinvestitionen sehen aber nur Erträge vor. Und kürzlich habe ich eingesehen, dass man den Wunsch nach einem guten Ertrag mit der sozialen Verantwortung durchaus gut kombinieren kann. Umweltorientierte Investitionen sind sehr rentabel. Unter ethischen Investitionen verstehe ich einen gesunden Ertrag. Somit sollten unsere Investitionen unser Umfeld positiv beeinflussen. Together back. So if the investment somewhere to broken to pollution, and to get the financial value, how to balance? So nowadays in China is focused on this topic. But the concept in impact investment, in my mind, is a positive value investment. So we should do investment impact to positive impact. It'll be fascinating. Wir werden über diese Kooperation weiter berichten. Danke für das Interview. Liebe Zuschauer, das war es für heute. Bleiben Sie dran, denn das Dukascopy TV Team hat für Sie noch eine Menge weiterer interessanter Interviews vorbereitet. Bis bald. Bye for now.